Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour, zur vorletzten Folge dieses Quartals, wo wir uns ein ganzes geschlagenes Quartal von 3 Monaten mit dem Thema Anbetung beschäftigt haben. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel gelernt und wir wollen uns heute auf das Sabbatschulgespräch am 17. September vorbereiten. Das gibt mir die Gelegenheit, euch, die das heute jetzt seht, am 15. und 16. September, darauf hinzuweisen, dass es in dieser Woche noch, am Freitag jetzt, also morgen oder heute, je nachdem, wann ihr dieses Programm seht, dass die Entscheidungsserie Entscheidung 21 am Freitag beginnen wird, pünktlich um 19 Uhr. Der Livestream wird zu sehen sein auf der Internetseite www.entscheidung21.de. Bitte betet für ein gutes Gelingen, dafür, dass die Technik funktionieren wird und vor allem dafür, dass sehr, sehr viele Menschen sowohl hier vor Ort als auch über den Livestream durch ganz Deutschland dabei sein können, um die dreifache Engelsbotschaft in ihrer ganzen Fülle zu erkennen, zu studieren und auch anzunehmen. Und wir freuen uns, wenn auch ihr dabei seid und diese Werbung auch noch euren Lieben weitergebt, wer auch immer das sein mag. Wie gesagt, www.entscheidung21.de, 16. September, 19 Uhr, also heute Abend oder morgen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Programm heute seht. Wir wollen uns heute in der vorletzten Folge dieses Quartals mit der Anbetung in der Urgemeinde beschäftigen. Das heißt, in der Apostelgeschichte die Geschichten studieren, die etwas mit Anbetung und Gottesdienst zu tun haben. Und der erste Gedanke, den wir hier ansprechen wollen, der findet sich in Apostelgeschichte 1, im ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Nachdem wir letzte Woche untersucht haben, wie war das zur Zeit Jesu und wie war das in den Evangelien, als wir über verschiedene Dinge dort gesprochen haben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter zur Zeit der Apostel und zur Zeit der Urchristengemeinde. In Apostelgeschichte 1, und dort wollen wir uns den Vers 8 betrachten. Jesus verheißt hier seinen Jüngern, nachdem er, wie es in Vers 3 heißt, 40 Tage lang erschienen ist und durch viele sichere Kennzeichen ihnen gezeigt hat, was ihr Auftrag ist und was ihre Botschaft ist, versichert ihnen jetzt in Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Woher kommt die Kraft in unserer Anbetung? Woher kommt die Kraft in unseren Gottesdiensten? Viele Christen sehnen sich nach kraftvolleren Gottesdiensten. Ihnen fehlt die Kraft. Aber woher kommt sie? Kommt sie durch die Anwendung neuer Methoden? Durch das Erfinden neuer Zeremonien? Oder kommt sie durch den Heiligen Geist? Eindeutig sagt uns dieser Text, dass der Heilige Geist einen Gottesdienst kraftvoll macht. Den Dienst der Apostel für Gott, was der Gottesdienst ist, kraftvoll macht. Und dieser Heilige Geist macht dann diese Jünger zu effektiven Zeugen, erst in Jerusalem, dann in Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Das heißt, ausgehend von meinem kleinen Zirkelkreis des Einflusses, von meinem begrenzten, limitierten Bereich, wo ich etwas zu sagen habe, immer weiter, wie der Geist mich führt, bis ans Ende der Welt. Es ist der Heilige Geist, der uns Kraft gibt und unsere Gottesdienste anziehend macht. Viele Menschen sagen heute, wir müssen unsere Gottesdienstformen verändern, wir müssen neue Wege gehen in der Anbetung, damit Menschen kommen. Aber die Bibel sagt, effektive Mission geschieht durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und sie sagt es nicht nur, sie gibt uns gleich im nächsten Kapitel ein Exempel, ein Beispiel, das uns zeigt, wie sich die Kraft des Heiligen Geistes missionarisch im Gottesdienst offenbart.
In Apostelgeschichte 2, dort wird ja der Heilige Geist ausgegossen zu Pfingsten. Und wir sehen dort die erste Predigt der neuen Urchristengemeinde. Der erste Gottesdienst sozusagen, die erste Predigt, die gehalten wird unter dem Einfluss nun des völlig vollständig ausgegossenen Heiligen Geistes. Was sind die Charakteristiken dieser Predigt? Halten wir fest, diese Predigt wird nicht gepredigt von einem ausgebildeten Theologen. Ja, die Urchristenheit hatte auch ihre ausgebildeten Theologen später mit dem Paulus. Aber die erste Predigt wurde von einem Laien, einem Fischer gepredigt, der in der Schule Christi vorbereitet wurde. Wenn wir Apostelgeschichte 4 aufschlagen und dort Vers 13, Apostelgeschichte 4 und dort Vers 13, da sagt uns die Bibel, als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Die Bibel sagt uns, dass Menschen sich wundern werden, wenn wir als Laien und als theologisch ungebildete Leute unter dem Einfluss des Heiligen Geistes die Wahrheit klar und deutlich verkündigen werden. Es wird das Erkennungsmerkmal sein, dass wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben. Daran, dass wir trotz mangelnder theologischer Ausbildung im Geist und in der Wahrheit das Wort Gottes verkündigen. Das war ein Kennzeichen des urchristlichen Gottesdienstes. Er wurde nicht von Experten bestimmt, sondern von Laien, die in der Schule Christi gewesen sind, die von Jesus gelernt haben, in allen Höhen und Tiefen. Übrigens, was war Pfingsten? Ohne hier ins Detail gehen zu können, ihr könnt das studieren, ihr könnt zu Hause einmal die Parallelen studieren zwischen dem Sinai-Erlebnis des Volkes Gottes und Pfingsten. Ihr werdet viele, viele Parallelen finden. Die Bibel macht deutlich, dass Pfingsten das neutestamentliche Gegenstück ist zum Geben der 10 Gebote auf dem Sinai. Und das hat mehrere Gründe, denn zu Pfingsten wird der Heilige Geist gegeben, auf dem Sinai wurden die 10 Gebote gegeben, nicht wahr? Aber der Heilige Geist tut drei Dinge. In Johannes 16, Vers 8 sagt die Bibel, er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Alle drei Dinge werden auch vom Gesetz Gottes getan. Das Gesetz Gottes überführt uns von Sünde, das Gesetz Gottes zeigt uns den Maßstab der Gerechtigkeit und das Gesetz Gottes ist der Maßstab im Gericht. Schlagt mit mir Hesekiel 36 auf und dort Vers 26. Hesekiel 36 und dort Vers 26. Die Bibel sagt, und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Vers 7, ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Ein ähnlicher Gedanke findet sich auch in Hebräer 8, Vers 10, wo ebenfalls von dieser Ausgießung des Geistes gesprochen wird. In Hebräer 8, Vers 10, da wird es unter dem Symbol des neuen Bundes beschrieben. Hebräer 8, Vers 10, die Bibel sagt, denn so spricht, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen spricht der Herr, ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Wo werden die 10 Gebote hingeschrieben durch den Heiligen Geist? Ins Herz. Die Bibel sagt sogar in Sprüche 3, schaut mit mir in Sprüche 3, und dort Vers 1 und 3, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und mein Herz bewahre meine Gebote, dein Herz bewahre meine Gebote. Vers 3, Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Also halten wir fest, auf dem Sinai sind die Gebote Gottes auf die Tafeln aus Stein geschrieben worden.
Zu Pfingsten, dem neuzeitlichen Gegenstück zu Sinai, werden durch den Heiligen Geist, der hinabkommt, der von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt, werden die 10 Gebote in das Herz, auf die Tafel des Herzens geschrieben. Was war das Zentrum, was war die Grundlage des urchristlichen Gottesdienstes? Es war das Bewusstsein, dass das Gesetz Gottes in unseren Herzen muss. Das heißt, in unser Denken, in unser Überlegen, in unsere Entscheidung durch die Macht Gottes. Schauen wir einmal zurück zur Apostelgeschichte 2 und analysieren wir etwas die Predigt, die der Petrus hält. Was ist das für eine Predigt, die unter der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt wird? Ist es eine Predigt, die stark auf die Emotionen anspielt? Ist es eine Predigt, die einfach nur den Menschen das predigt, was sie hören wollen? Ganz im Gegenteil. Unter dem starken Einfluss des Heiligen Geistes, unter dem Bewusstsein, dass Pfingsten das Gegenstück ist zum Sinai, hält der Laie Petrus eine Predigt, die man mit 2 Dingen beschreiben kann. Prophetieauslegung und das Evangelium von Jesus Christus. In der ersten Predigt der Urchristenheit verbinden sich glasklare prophetische Auslegungen mit dem klaren Evangelium von Jesus Christus als dem einzigen Retter der Welt, der unsere Sünden getragen hat. Wann immer wir Prophetieauslegung und das Evangelium zusammennehmen, Daniel Offenbarung und die Evangelien zusammen studieren und predigen, dort ist die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht in viel weltlicher Musik, nicht in vielen Anekdoten, die einfach nur das Gefühl beeinflussen, nicht in Schreien oder Weinen des Predigers, sondern in der Harmonie zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wenn Text mit Text verglichen, eine große Harmonie offenbaren. Wenn die Prophezeiung und ihre eindeutige Erfüllung offenbart werden und wenn deutlich wird, wie in der Predigt des Petrus, wie die Prophezeiung des Alten Testaments direkt mit dem Leben der Hörer zu tun haben. Was der Petrus unter der Kraft des Heiligen Geistes hier in diesem ersten Gottesdienst sozusagen offenbart, ist, dass er verstanden hat, dass die Prophezeiungen der Bibel angewendet werden müssen auf das Leben der Zuhörer. Und das hat seine Wirkung nicht verfehlt. In dieser Predigt überführt er seine Zuhörer von 3 Dingen. Er überführt sie von Sünde, nämlich in Vers 23. In Apostelgeschichte 2, Vers 23 sagt er, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Das gleiche auch in Vers 36. Dort sagt die Bibel in Vers 36, so soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihm sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Predigt des Petrus überführt von Sünde. Ein klares Kennzeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber diese Predigt überführt auch von Gerechtigkeit. In Vers 22 sagt die Bibel, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Mit anderen Worten, Jesus Christus wird ihnen dargestellt als der eine, durch den Gott wirkt. Der Maßstab der Gerechtigkeit, Jesus Christus, unsere Gerechtigkeit, der ihnen eine Hilfe sein wollte auf der Erde, der auch uns eine Hilfe sein will. Die Predigt des Petrus überführt von Gerechtigkeit und ist damit ein sicheres Kennzeichen für das Wirken des Heiligen Geistes. Aber die Predigt von Petrus überführt nicht nur von Sünde und nicht nur von Gerechtigkeit, sondern auch von Gericht. Das wird deutlich, wenn wir Vers 34 und Vers 35 lesen. Dort sagt er, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten,
bis sich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jesus Christus ist der Richter. Und andere Textstellen machen das noch viel deutlicher. Petrus in seiner Predigt überführt seine Zuhörer von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Sind die heutigen Predigten, die du und ich hören, nach diesem Muster gestrickt? Verbinden sie biblische Prophetie mit dem klaren Evangelium Gottes? Zeigen sie, wie die biblischen Aussagen direkt, prophetisch und typologisch auf unsere Zeit zutreffen? Überführen sie die Hörer in der Gemeinde von der Sünde, die sie getan haben. Überführen sie von dem Maßstab der Gerechtigkeit im Gesetz Gottes und der Möglichkeit, dieses Gesetz zu halten, allein durch die Gnade Jesu Christi, der unsere Gerechtigkeit ist. Und überführen unsere Predigten, die wir heute noch hören, von Gericht. Wie oft wird über Sünde gepredigt? Wie oft wird über Gerechtigkeit gepredigt? Und wie oft wird über das Gericht gepredigt? Das himmlische Untersuchungsgericht direkt vor der Wiederkunft. Wenn das geschieht, wenn über diese Dinge gepredigt wird, dann ist dort Kraft im Gottesdienst. Dann ist die Anbetung so, wie Gott sie haben will, nämlich im Geist und in der Wahrheit. Und dieses Predigen nach der Bibel, dieser Gottesdienst nach inspirierten Ratschlägen, verfehlt seine Wirkung nicht. Er ist ganz weit davon entfernt, langweilig zu sein. Im Gegenteil, in Vers 37 heißt es, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Eine biblische Predigt dringt immer ins Herz. Woher wissen wir das? Denn Hebräer 4, Vers 12 sagt uns, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Warum ist biblisches Predigen so herzdurchdringend? Weil es allein auf dem Wort Gottes basiert. Warum sind unsere Gottesdienste heute oft so kraftlos? Weil wir Geschichten erzählen und Anekdoten und menschliche Meinungen. Aber wenn wir wieder anfangen, in unseren Predigen das Wort Gottes und allein das Wort Gottes auszulegen, Vers für Vers, und anzuwenden, direkt das, was die Bibel sagt, prophetisch und typologisch, in unser Leben, wenn in unseren Predigten wieder Prophetie ausgelegt wird, gemeinsam in Harmonie mit dem Evangelium Gottes, dann wird eine Kraft in unseren Gottesdiensten wirksam sein, von der wir uns vielleicht heute wünschen, dass sie da ist. Wir sehen in Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 40. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 40, dass Paulus einen Aufruf macht. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnt und sprach, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Lasst euch retten. Die Predigt des Petrus endete mit einem Aufruf. Ich möchte dir etwas Praktisches sagen. Ich glaube, jede Predigt in unserer Gemeinde, jede Predigt in unserem Gottesdienst, und sei sie noch so klein und noch so kurz, sollte einen Aufruf am Ende haben. Wie oft hören wir gute Gedanken, aber die Zuhörer werden niemals dazu aufgefordert, jetzt und hier eine Entscheidung dafür zu fällen. Könnte es sein, dass wir so oft keine Kraft im Leben haben, dass unsere Gottesdienste so kraftlos sind, weil wir niemals zur Entscheidung geführt werden in unseren Gottesdiensten?
Jeder Gottesdienst sollte eine Entscheidung für Christus sein. In jedem Gottesdienst sollte die Möglichkeit bestehen, sich für Jesus erneut oder zum ersten Mal zu entscheiden. In jedem Gottesdienst sitzen Menschen, die diese Entscheidung noch nicht gefällt haben oder sie erneut fällen müssen. Was für ein Versäumnis, wenn wir Wochen für Wochen, Monate für Monate, Jahre für Jahre predigen und niemals eine Entscheidung fordern. Wenn der Heilige Geist unsere Herzen berührt, verändert und ausbildet, dann werden wir als Laien in der Lage sein, biblisch zu predigen und Entscheidungsaufrufe zu machen. Das ist das, worin die Kraft im Gottesdienst der Urchristenheit bestand. Und die Folge war eine sichere und große Ernte. Vers 41. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Durch einen Laien, der 3 Jahre einfach mit Jesus Gemeinschaft hatte und von ihm gelernt hatte, der einfach die biblische Prophetie nahm, sie anwandte auf seine Zeit, typologisch und prophetisch, und Jesus Christus in das Zentrum seiner Predigt rückte, der aus der Bibel zitierte und die Bibel mit der Bibel erklärte und der einen Aufruf machte, und 3000 Menschen wurden gewonnen. Was würde heute passieren, wenn wir als Laien und auch unsere Prediger die Bibel in die Hand nehmen würden? Und statt Anekdoten zu erzählen und statt Anspiele zu machen und statt viele andere Dinge zu tun, die die Menschen nur ablenken, wenn wir wieder die Bibel nehmen würden und Vers mit Vers vergleichen würden, biblische Prophetie typologisch und prophetisch anwenden würden für unsere Zeit und sie mit dem Evangelium Jesu Christi verbinden würden und nach jeder Predigt einen Aufruf machen würden, wir hätten so viel mehr Kraft in unserem Gottesdienst, so viel mehr Kraft in der Anbetung. Und die Bibel sagt, dass diese Aufrufe keine Strohfeuer waren. In Vers 42 sagt die Bibel, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und halten wir fest, in der Urchristenheit wurde die Lehre der Apostel nicht ständig angepasst. Das Wesen des Gottesdienstes in der Urchristenheit bestand unter anderem darin, dass sie festhielten an der Lehre. Dass sie die Lehre nicht veränderten, weil sie meinten, dass theologische Erkenntnis immer mehr zunimmt und man immer wieder den Glauben neu erzählen muss und was man heute so alles sagt. Nein, sie hielten fest an der Lehre der Apostel, denn die Lehre der Apostel war was? Schaut mit mir in Matthäus 28, Vers 19, um festzustellen, was die Lehre der Apostel war. Matthäus 28, Vers 19. Verzeihung, Vers 20 ist auch im Sendemanuskript falsch. Es ist Vers 20. Matthäus 28, Vers 20. Und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Lehre der Apostel bestand darin, alles zu lehren, was Jesus geboten hatte. Und die Bibel sagt uns, dass in der Urchristenheit, in ihren Gottesdiensten, sie das bewahrt haben, was die Apostel gelehrt haben, das war alles, was Jesus gelehrt hat. In der Urchristenheit hat man keine Lehrpunkte vernachlässigt. Man hat nicht unterschieden in die wichtigen Lehren und die weniger wichtigen Lehren. Das geschah nicht in der Urchristenheit. Und wenn wir es heute tun, dann nur in einer Abweichung von den Prinzipien wahrer Anbetung. In der Urchristenheit hat man festgehalten an der ganzen Lehre. Egal, ob sie populär oder unpopulär war. Egal, ob sie mir gefallen hat oder nicht. Die Urchristenheit hielt fest an dem, was über die Apostel ihnen von Jesus gesagt worden war. Die ganze Lehre, nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner. Das ist das Kennzeichen wahrer Anbetung im Neuen Testament. Wir möchten jetzt in den verbleibenden Minuten den Paulus verfolgen auf seinen Missionsreisen. Und wir werden besonders jetzt auf Apostelgeschichte 17 eingehen, denn Apostelgeschichte 17 zeigt uns, wie der Paulus jetzt in Athen, in einem Zentrum der damaligen Welt, versucht, den Glauben ungläubigen Menschen verständlich zu machen.
In Apostelgeschichte 17, Vers 15 bis 34, ihr könnt zu Hause die ganze Geschichte lesen, das tun wir aus Zeitgründen jetzt hier nicht. Da seht ihr, wie der Paulus versucht, das Evangelium mit den griechischen Philosophen zu erklären. Ein ganz interessanter Gedanke. Und wenn wir das betrachten, sehen wir, dass er tatsächlich nicht biblische Quellen zitiert. Schaut mal mit mir in Apostelgeschichte 17, Vers 28. Er sagt hier, denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige von euren Dichtern gesagt haben, denn auch wir sind von seinem Geschlecht. Die Bibel macht ganz deutlich, diese Zitate kommen nicht aus der Bibel. Das sind griechische Philosophen, die nicht an das Evangelium geglaubt haben. Und Paulus benutzt sie, um eine Brücke zu schlagen in der Evangelisation. Und hier gibt es zwei Dinge, die wir bedenken wollen. Das erste ist, Paulus benutzt griechische Denker mit ihren Aussagen. Aber Paulus benutzt nicht die Vergnügungen der griechischen Kultur. Habt ihr jemals gehört, dass Menschen sagen, der Paulus wurde den Griechen ein Grieche und deswegen müssen wir den Atheisten ein Atheist werden und wir müssen einfach all das machen, was Atheisten auch tun. Wir müssen die säkularen Dinge in unsere Gottesdienste bringen, damit, wenn unsere Gottesdienste säkular aussehen, dann die säkularen Menschen kommen. Paulus wurde den Griechen ein Grieche nicht, indem er griechische Theaterstücke aufführen ließ. Nach einem menschlichen Standpunkt gesehen wäre das das Einfachste gewesen. Er war in Athen, in einem der absoluten Zentren der antiken Dramakunst. Er hätte eine Tragödie aufführen lassen können, über den Tod Jesu, oder eine Komödie, oder ich weiß nicht was. Aber daran hat der Paulus keinen Gedanken verschwendet. Ja, er hat Denker und Dichter, selbst Ungläubige zitiert, wenn sie Dinge gesagt haben, die ihm geholfen haben, das Evangelium zu verkünden. Aber er hat nicht die Vergnügungen der damals säkularen Kultur verwendet für die Evangeliumsverkündigung. Was ist das Prinzip? Die Bibel zeigt, dass es möglich ist, in der Evangelisation und in der Mission Zitate von Nichtchristen zu gebrauchen. Es ist möglich, Zitate von Menschen einzuflechten, hier und dort, die mit ihren Aussagen eine Brücke schlagen zu dem, was wir aus der Bibel zeigen wollen. Aber die Bibel gibt uns keinen Rat und keinen Hinweis darauf, dass es richtig wäre, die Vergnügungen unserer Zeit, das heißt Film, Unterhaltungsmusik und all die verschiedenen anderen Dinge, zu christianisieren und für die Evangeliumsverkündigung zu benutzen. Das ist nicht in Übereinstimmung mit der Bibel und dem Rat der Inspiration. Und diese Unterscheidung müssen wir sehr, sehr deutlich machen. Schauen wir in Vers 23 im gleichen Kapitel. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 17, Vers 23, denn als ich umherging, sagt der Paulus, und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Hier steckt ein Prinzip drin, das wir verstehen müssen. Die griechische Religion war keine Neuerfindung. Alle falschen Religionen sind lediglich Verstümmelungen und Verdrehungen, Pervertierungen der wahren Religion. Woher wissen wir das? Wir wissen das aus Römer 1 und dort ab Vers 20. Römer 1 und dort ab Vers 20. Die Bibel sagt, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, also keinen richtigen Gottesdienst ausgeführt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert.
da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Wodurch entstand die falsche Religion? Wodurch entstand falsche Anbetung? Wodurch entstanden falsche Gottesdienstformen? Durch eine Pervertierung des Wahren. Und deswegen ist es möglich, mit Menschen, die einer anderen Religion, anderen Gottesdienstformen anhängen, immer so zu verfahren, dass man Gemeinsamkeiten sucht. Denn selbst die schlimmste Unwahrheit enthält immer noch ein Körnchen Wahrheit. Babylon ist die Vermischung von Wahrheit und Irrtum. Und jeder, der wirklich Menschen aus Babylon herausrufen möchte, der das Volk Gottes hinausführen möchte aus Babylon, der wird nicht einfach Babylon erschlagen mit Fakten, sondern er wird zunächst die Gemeinsamkeiten suchen und die Wahrheit so darstellen, dass auch jemand, der bisher in einem pervertierten System, in einem verstümmelten System gelebt hat, das verstehen und anwenden kann. Und das hat Paulus versucht. Paulus hat versucht, Stück für Stück die Menschen zu führen. Und das ist in Übereinstimmung mit der Methode, die auch Jesus verwendet hat. Schauen wir in Vers 29, wie Paulus neben griechischen Philosophen auch menschliche Logik verwendet. Er sagt, da wir nun von göttlichem Geschlecht sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold und Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Dieser Gedanke ist kein Gedanke, der direkt jetzt aus der Bibel begründet wird von Paulus, sondern er verwendet einfach Logik. Er sagt, wenn sogar eure Philosophen sagen, dass ihr von göttlichem Geschlecht seid, wie könnt ihr dann vor Stein und Gold niederfallen? Das ist unlogisch. Und es hat eine gewisse Kraft. Es hat eine gewisse Überzeugungsmöglichkeit. Und das ist nicht zu verachten. Aber die Bibel zeigt uns, dass diese Missionsmethoden, die im Rahmen dessen blieben, was Gott für erlaubt beschreibt, die nicht Ungeistliches hineinbrachten und keine nicht das Gebot Gottes übertraten, aber dass diese Methoden, die Verwendung von griechischen Philosophen, die Verwendung von Verstand und Logik, der Hinweis auf die Natur, sehr begrenzt waren in ihrem Erfolg. Die Bibel sagt in Vers 34, einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen auch Dionysus, der ein Mitglied des Areopags war, und eine Frau namens Damaris und andere mit ihnen. Das heißt, Paulus gewinnt hier in Athen, in der großen Stadt, einige wenige Menschen. Zum Teil bedeutende Menschen wie diesen Dionysius, aber es sind nur wenige. Und wir lesen in der ganzen Apostelgeschichte und im ganzen Neuen Testament nicht von einer Gemeinde in Athen. Paulus konnte mit diesen Methoden keine dauerhafte Gemeinde etablieren. Jedenfalls so scheint es zumindest. Diese Methode hatte begrenzten Erfolg. Wir wollen das vergleichen mit einer anderen Methode, nämlich in Apostelgeschichte 18, Vers 1. Danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Jetzt, nachdem Paulus diese verschiedenen Methoden angewendet hatte in Korinth, überlegte er sich für Korinth etwas anderes. Und er lässt uns das wissen im 1. Korintherbrief und dort Kapitel 2. 1. Korinther 2 und dort Vers 1 und 2. Die Bibel sagt, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, er kam nämlich von Athen, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Diesmal wollte er nicht Logik mit Logik behandeln. Er wollte nicht Philosophie mit Philosophie überzeugen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus und zwar als Gekreuzigten. Paulus ändert seine Methode. Könnt ihr das sehen? Von Logik und Philosophie, dem Versuch, dem Menschen so nah wie möglich zu kommen in seinem Denken, will er jetzt Jesus Christus. Zwar immer noch intelligent, aber nichts anderes als Jesus Christus und den Gekreuzigten. Und damit hat er durchschlagenden Erfolg. Denn die Bibel sagt uns, dass in Korinth eine riesige Gemeinde entsteht. Zwei Briefe sind an diese wichtige Gemeinde geschrieben worden. Und
wenn ihr zu Hause euch das weiter studieren wollt, könnt ihr sehen, wie in 1. Korinther 1, Vers 17 bis 25 Paulus dieses Prinzip, das er versteht jetzt, beschreibt, wie Gott das Weise dieser Welt erniedrigt und das Törichte dieser Welt erhöht. Er sagt es in Vers 18, das können wir hier lesen, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Er verstand, dass die Kraft auch in der Mission in der puren und reinen Wahrheit liegt. Wenn man auch weiter sein Leben studiert, stellt man fest, dass er immer sehr sorgsam vorgegangen ist. Er hat niemals die Wahrheit einfach genommen und sie anderen Menschen mit den Kopf geschlagen. Er ist immer Schritt für Schritt vorgegangen und immer so, dass jeder Mensch es verstehen konnte, wenn er wollte. Aber er hat sich davon distanziert dann, mit menschlicher Weisheit die Menschen fürs Evangelium zu gewinnen. Wollen wir nicht auch diese Lektion lernen, wenn wir so oft von missionarischen Gottesdiensten sprechen, von missionarischen Methoden, die jetzt viel Wissenschaft und Weisheit, menschliche Methoden hineinbringen? Die Bibel sagt, das hat keinen großen Erfolg gehabt. Und wenn selbst Paulus damit keinen großen Erfolg hatte, glauben wir ernsthaft, dass wir ihn dann haben werden? Wir sehen in Apostelgeschichte 18 und dort Vers 5, und 9, wie Gott ihn regelrecht drängt, auch unpopuläre Wahrheiten zu predigen. Vers 5, als aber Silas, Apostelgeschichte 18, Vers 5, als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien ankamen, wurde Paulus durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Er hatte es noch aufgespart, er hat jetzt immer aus der Bibel gepredigt, aber wollte es noch nicht ausdrücklich sagen, weil er wollte keinen zu früh verletzen. Aber die Bibel zeigt, dass der Geist uns drängt, zum richtigen Zeitpunkt auch unpopuläre Wahrheiten zu sagen, die vielleicht Streit und Opposition hervorrufen. Vers 9, und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Wie oft geht es uns, dass wir in der Mission bestimmte Themen einfach auslassen, nicht darüber sprechen, weil sie unpopulär sind. Aber wenn wir vom Heiligen Geist getrieben werden, dann werden unsere missionarischen Gottesdienste und all unsere missionarischen Veranstaltungen auch die unpopulären Wahrheiten des Wortes Gottes klar und deutlich beim Namen nennen, zum richtigen Zeitpunkt. Jeder Versuch, etwas Unpopuläres beiseite zu bringen und an die Seite zu drängen, offenbart, dass der Heilige Geist nicht unter Kontrolle dieser Sache ist. Schaut mit mir gemeinsam in Vers 12 und 13. Als aber Gallion Statthalter von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sprachen, dieser überredet die Leute zu einem gesetzeswidrigen Gottesdienst. Diese beiden Verse haben es in sich, denn sie sind ein Typus auf die Endzeit, wo sich erneut religiöse Gruppen zusammenschließen werden und mit einer einzigen Stimme einheitlich zu den Führern dieser Welt gehen werden, zu den Administratoren und zu den staatlichen Verwaltungseinheiten und eine kleine Gruppe von treuen Menschen anklagen werden, weil sie gesetzeswidrigen Gehorsam Gott gegenüber durchführen, weil sie gesetzeswidrig anbeten. Dieser gleiche Typus findet sich auch in Apostelgeschichte 16, Vers 19 bis 22. Bitte studiert das alleine zu Hause. Apostelgeschichte 16, Vers 19 bis 22. Und wir werden nächste Woche in Offenbarung 13, Vers 14 bis 17 dann sehen, wie dieser Typus sich in der Endzeit erfüllt. Ihr könnt es auch in Apostelgeschichte 21, Vers 28 sehen. Apostelgeschichte 21, Vers 28. Wir wollen jetzt zum Schluss nur noch wenige Minuten darauf verwenden, 1. Korinther 13 anzuschauen und dort einige kleine Details zu bemerken. Das ist das Kapitel der Liebe. Dieses Kapitel beschreibt die Liebe wie kein Kapitel sonst in der Bibel. Und wir wissen schon seit vielen Kanzler Study Hours, dass die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist, nach Römer 13, Vers 10. Und nach Matthäus 24, Vers 12
Gesetzlosigkeit die Liebe erkalten lässt. Gesetzlosigkeit ist nach 1. Johannes 3, Vers 4 natürlich Sünde. Das heißt, diese Liebe, von der hier gesprochen wird, in 1. Korinther 13, erkaltet, nimmt ab durch Sünde. So sagt die Bibel in 1. Korinther 13, Vers 1 bis 3, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich eine tönendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich all meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Aller Gottesdienst, aller Anbetung, selbst wenn sie nach dem Wort Gottes sich ausrichtet, die nicht getragen wird von dem freiwilligen Wunsch, Gott gehorsam zu sein. Von dem freiwilligen Wunsch, Gott zu lieben, koste es, was es wolle. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft, was die Zusammenfassung des Gebotes ist, ist umsonst. Wenn der Heilige Geist, die Liebe Gottes, die er für uns hat, nicht in unser Herz gießt und unser Herz schreibt und Gottes Gesetz, unser Herz geschrieben werden, dann ist aller Gottesdienst wertlos. Und das ist, was das Neue Testament uns ganz deutlich zeigt. Schauen wir Vers 4 bis 6. Dort heißt es, die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht, die Liebe prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Was hier beschrieben ist, ist ein Charakter. Die wahre Liebe freut sich nicht an Ungerechtigkeit. Sie freut sich, die Bibel sagt, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Das heißt, Liebe freut sich nicht an Sünde, aber Liebe freut sich an der Wahrheit. Gibt es Liebe in eurem Gottesdienst? Gibt es Liebe in deiner Anbetung? Das, was hier beschrieben ist, ist ein Charakter. Und das im Eigentlichen ist der Charakter Gottes. Denn die Bibel sagt uns in 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist die Liebe. Das heißt, Gott ist langmütig, Gott ist gütig, Gott beneidet nicht, Gott prahlt nicht, Gott bläht sich nicht auf, Gott ist nicht unanständig, Gott sucht nicht das Seine, Gott lässt sich nicht erbittern, Gott rechnet das Böse nicht zu, Gott freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, Gott freut sich aber an der Gerechtigkeit. Wir haben letzte Woche gelesen in Johannes 4, Vers 24, dass Gott Geist ist und die, die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das heißt, wir müssen sein Wesen reflektieren. Wenn das der Charakter Gottes ist, dann müssen wir diesen Charakter reflektieren. Und das ist dann wahre Anbetung. Lasst uns den letzten Vers für heute aufschlagen. In Römer 12, Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was ist der richtige Gottesdienst, der Logikos, wie es im Griechischen heißt, der wortgemäße Gottesdienst, wenn wir unseren Leib als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer an ihm geben, darbringen. Vers 2 sagt, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Ist das deine Erfahrung des Gottesdienstes heute? Das ist das, was das Neue Testament mit Gottesdienst meint. Dass unser ganzes Leben Gott geweiht ist. In unserem ganzen Leben wir Gott die Ehre geben durch alles, was wir sagen, tun, denken, selbst essen und trinken. Das ist der Gottesdienst in Geist und Wahrheit, der den Charakter Gottes widerspiegelt. Nächste Woche werden wir zum letzten Mal über Anbetung sprechen und wir werden über das Buch Offenbarung sprechen. Freust du dich jetzt schon darauf? Ich freue mich schon darauf, wenn wir gemeinsam das Buch Offenbarung nehmen werden und sehen werden, wie alle Fäden der Bibel bezüglich Anbetung kulminieren werden in einer dramatischen Auseinandersetzung. Bei all dem wollen wir nicht vergessen, dass wahre Anbetung eine Charakterveränderung ist. Möchtest du diese Charakterveränderung erleben?
möchtest du dich vorbereiten auf die nächste Kanzler Study Hour, indem du die Bibel studierst und in deinem Leben Gottes Charakter widerspiegelst. Noch einmal möchte ich dich, lieber Freund oder liebe Freundin, darauf hinweisen, dass morgen bzw. heute, je nachdem, wann du das heute siehst, Entscheidung 21 beginnt. Es könnte sein, dass du es jetzt am Freitagabend siehst und es jetzt gleich das nächste Programm ist. Und ich möchte dich bitten, bete für diese Veranstaltung. Vom 16. September bis zum 16. Oktober werden wir viermal die Woche, Freitag, Samstag, Montag und Dienstag, jeweils 19 Uhr und am Samstag ab 18 Uhr, die dreifache Engelsbotschaft Schritt für Schritt nach der Methode Jesu biblisch erklären. Willst du dabei sein? Willst du andere Menschen noch dazu einladen? Dann sei dabei, jetzt gleich oder morgen auf www.entscheidung21.de. Gott segne dich. Bis zur nächsten Kanzler Study Hour. Amen.